Und herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale Requiem. Ja, in der letzten Folge haben wir uns schon mal durch den ersten Teil durchgekämpft. Ich kann das jetzt gar nicht benutzen mit der Fähigkeit, warum nicht? Und jetzt versuchen wir durch den restlichen Teil zu kommen. Oh, ist das euer Ernst? Oh, das sind Schlechter. Hast du in der Roten Stadt viele getötet? Mehr als ich sollte. Kommt jetzt nicht ernsthaft hier rum, oder? Da oben ist noch einer. Mal einen ganz kleinen Moment. Also ich habe jetzt gerade die Grafik ein bisschen geändert, aber irgendwie ist es trotzdem noch wahnsinnig verschwommen, so wenn es ein bisschen weiter weg ist. Keine Ahnung, was das ist. Sogar bei mir ist das sehr verschwommen, ehrlich gesagt. Ich kann das nur in gewissen Umkreis machen, okay. Die Frage ist, die sehen mich doch, wenn ich da jetzt rumlaufe. Lauf, 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 lauf. Wir schaffen es. Ja, und du erholst dich. Nein, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Ich habe nur die Steinschleuder, mit denen komme ich da nicht rein. Oh, geh woanders hin, Junge, komm. Ich habe auch kein Messer mehr, ne? Ich weiß gerade nicht, wo das jetzt angezeigt wird. Ach so, da unten rechts. Nee, nee. Habe ich aber auch nicht mehr. Der steht auch wieder so selten dämlich in meine Richtung da hinten. Ja, natürlich. Ich glaube, es war nicht so clever, jetzt gerade hier rumgelaufen zu sein. Ach, da hinten hätten wir uns verstecken können, sehe ich gerade. Oh, dreh dich um. Wir sind fast da, Amicia. Nee, wir sind nicht fast da. Wir kommen ja nicht weiter. Moment. Das ist das Problem. Wir hätten uns echt da hinten verstecken sollen. Dass man hier aber auch nicht mal so einen Millimeter diesen scheiß Abhang hinunter kann. So, da hinten können wir uns verstecken. Das heißt, wir können da auch versteckterweise weiter. Theoretischerweise hier auch, aber ich bin mir nicht so sicher. Ich spüre sie unter mir. Leise. Dann nutz sie. Dann nutzt die Ratten. Also ich weiß nicht, was gerade mit der Grafik los ist. Es steht immer noch auf 2K-Auflösung. Es steht alles auf 100% und so weiter, aber irgendwie, ich finde, das sieht so komisch aus gerade. Es ist alles auch so verschwommen um mich rum, das ist seltsam. So, geh weiter, 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 weiter. Okay. Jetzt sind wir zumindest schon mal hier. Die Frage ist jetzt nur, da müssen wir dann runter. Und zum nächsten. Später. Sieht uns doch, oder? Da müssen wir halt drüber. Denk und nicht drunter. Der Graf von Arl will dieses Land vom Abschaum befreien. Das Mädchen hat deine Brüder getötet. Sie wird an Ort und Stelle hingerichtet. Und wo ist unser Graf? Hä? Sein Land wird von der Pest heimgesucht. Er erteilt hier die Befehle. Zeig etwas Respekt. Na. Nein, du kommst hier nicht hoch. Nein. Böser Kerl. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich den schon ausschalten sollte. Weil da noch einige vor uns dann sein werden, nehme ich mal an. Ich müsste nur eigentlich das mal ausnutzen, aber ich glaube, ich kriege da jetzt auch nichts großartig Neues. Ach, der Idiot da oben, der sieht mich doch sowieso, wenn ich hier rumlaufe. Sag mir, wenn es zu schlimm wird. Ich halte durch. Bis wir in Sicherheit sind. Ganz lang.
Hier ist auch Gras. Okay. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Das ist natürlich perfekt. Okay, die Frage ist, da müssen wir... Oder können wir hoch? Wir müssen wahrscheinlich da oben an dem Bogenschützen vorbei, nehme ich mal an. Ich weiß nicht, was hier mit der Grafik gemacht worden ist. Keine Ahnung. Es sieht so schrecklich aus, gerade wenn ich jetzt in diesem Feld drin bin. Ach, da oben ist noch einer. Och, nee. Jetzt hat dieser Arsch den gesehen, oder? Boah, ist nicht euer Ernst jetzt. Ja, komm jetzt, schlag Alarm, dass die alle wie die blöden Kanickel hier rumlaufen. Naja, such du mal, dann bleiben wir so lange hier. Ich weiß, das ist langweilig, aber was soll man machen? Ich meine, ne? Ich könnte ihn jetzt erschießen, theoretisch, aber ich weiß nicht, ob dann schon wieder der Nächste kommt. Das ist halt alles so ein bisschen ätzend. Und wir wissen auch nicht, ob wir auf der anderen Seite eventuell den Schuss noch brauchen. Und jetzt dreht der sich natürlich um. Ich würde jetzt nämlich gerne hochgehen, jetzt wo der weg ist. Ist ja da hinten jetzt runtergesprungen. Nein, jetzt komm so. Ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Wir haben ungebetene Gäste. Fangt an zu suchen. Schon unterwegs. Och, äfft euch. Mann. Wenn wir jetzt wenigstens in die andere Richtung gehen und auch nur nach dahin gucken, könnte ich ja hier hochklettern, aber. Weiter. Das Problem ist halt, dass wir unten völlig ohne Deckung, hier oben völlig ohne Deckung sind. Oder unten läuft der nächste rum, scheiße. Sie haben so viel Blut an ihren Händen. Dreck, ja, du jetzt auch. Bald sind wir weg von hier. Ja, wieder nur eine Sache, es war klar. Na, eigentlich irgendwas? Ne, ist alles voll, ne? Nein, ihr braucht nicht woanders zu suchen. Wo kann ich denn hier runter? Hallo? Da. Frage ist, will ich da runter? Ja, ich will da runter. Ich muss da hinten durch, nehme ich mal an, ne? Ja, so viel dann dazu hier drin, das ist sicher. Oh Gott. Och, jetzt kommt da noch ein zweiter. Ich wollte jetzt hinter dem losschleichen. Och, Leute, ist das euer Ernst? Noch mehr? Nein. Nein. Was? Da! Sie sind hier drüben! Ja, natürlich! Als ob die mich jetzt hier drin sehen würden. Ja, tritt mich mitten im Lauf, kein Thema. Gib auf! Ach, fick dich. Fest verschlossen. Sie haben uns gesehen. Ja, ich weiß. Deswegen mach schneller.
Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Nein, wir gehen weit weg. Ich beschütze dich. Wir gehen zusammen auf die Insel. Ja, wir müssen hier raus. Okay, Leichtfüßigkeit. Bewegt sich leise und wird von Gegnern nicht so schnell... Achso, Moment. Gewandtheit. Ich tue alles, was ich kann. Bewegt sich Amika geduckt schneller. Das wäre gut. Schon. Bald sind wir auf dem Meer. Ah nee, das wäre nicht gut, sondern das macht er automatisch. Bald. Was mich aber gerade dran erinnert. Mehr Schaden betäuben länger. Na gut, ich habe aber nicht so viel von diesen Dingern drin. Okay. Okay. Scheinbar kommen die mir jetzt hier nicht hinterher. Das ist schon mal gut. Dann kann ich mich hier erstmal in Ruhe umschauen. Ich muss aber, also es tut mir leid, aber ich muss trotzdem nochmal in die Grafik reingehen. Weil das sieht so grottenschlecht aus, obwohl ich eben geguckt habe, die Grafik ganz normal aussieht. Ich muss mal kurz da rein. Tja, ich krieg es irgendwie nicht besser hin. Ich weiß auch nicht. Also die Folgen davor waren auf jeden Fall wesentlich besser. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das jetzt hier verschlechtert haben. In diesem Abschnitt. Das ist schon seltsam. Hier kommen wir wieder raus. Och nö. Es stinkt so sehr. Lauter Tote. Oh ja, bitte wieder Ratten. Ich mach lieber die Ratten als diese Idioten. Nein, nein, stirb nicht. Mir ist schwindelig. Nein, nicht einschlafen. Bitte, wach auf. Bitte. Was? Nein, nein, sie kommen. Amicia! Beweg dich! Amicia! Wach auf! Ah, sie sind hier, Amicia! Du musst aufwachen! Was soll der ganze Krach? Mir nach! Och nee! Oh nein, Soldaten! Nein, nein! Amicia, wach auf! Sie sind auch hier! Nein, sie sehen uns! Was soll ich tun? Ah, Amicia! Du kannst mit LS und R erst die Richtung. Okay. Hallo, du sollst dich zur anderen Seite bewegen. Das scheint das Feuer zu sein, das rote. Sie helfen uns. Oh, was? Hey, Ratten! Hast du gesehen? Ratten! Ja! Was ist hier passiert? Sie fressen unsere Männer auf! Vorsicht! Soldaten, ich kann nicht... Ruh dich aus. Ich mach das. Ja, aber wie? Wie? Ich zeig's dir. Hugo kann jetzt Rattenhorde kontrollieren. Halte nach unten gedrückt, um eine Verbindung mit den Ratten herzustellen. Ich denke, nach unten gedrückt ist... Was machst du? Warte, ich konzentriere mich. Ja, Moment, bevor die mich jetzt angreifen. Ich muss mir das mal kurz aufschreiben. Ja, ich weiß, die dumme Gameplayerin schon wieder. Ich schreibe mal Hugo in Klammern Ratten und was war das andere jetzt? Dieses... ja, diese Schatten von denen, ne? Ich weiß nicht, wie man das jetzt sonst schreiben könnte. Weil das war ja auch schon mit nach unten gedrückt halten. Das irritiert mich nämlich jetzt gerade ein bisschen. Okay, dann versuchen wir jetzt mal die Ratten zu kontrollieren. Ziel auf eine Rattenhorde, kontrolliere mit RT, also R2. Das war, ich weiß nicht mal, wie sie es im ersten Teil gemacht hatten. Was ist los? Was ist so... Geschafft. Was war das? Hast du wirklich... Ja,
Kannst du aufstehen? Ich muss. Ruhig. Los. Gehen wir. Ja, aber ganz ehrlich, warum ist sie da jetzt so überrascht drüber? Beherrscht? Ja, ich darf sie benutzen. Ich darf sie benutzen? Na gut, gehen wir erstmal weiter. So, wie, achso, ich wollte gerade sagen, wie erledige die Soldaten jetzt schon wieder? Das und, ach, das war hier mit. Und das, da können wir schon mal da unten Feuer machen. Was uns natürlich noch nicht so viel hilft. Ich denke mal, wir müssen die Kessel anzünden oder so. Nein, nicht darunter gehen. Ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht sicher. Da hinten ist, glaube ich, noch was. Komme ich da hin? Okay, da ist noch was. Oder war noch was? Da komme ich nicht rum. Ach so. Ja, aber das unten reicht ja jetzt nicht. Wie soll ich denn jetzt... Ich könnte natürlich jetzt hier was runterwerfen und nach vorne laufen. Dann käme ich auch dementsprechend zu dem anderen Feuer, wenn ich was darunter werfe. Moment, ich guck mal eben. Das machen wir jetzt erstmal wieder voll. Oh, Moment. Oh. Ach, dann hat man das gar nicht mehr aufgefüllt danach. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja, ich weiß noch, dass wir das mal verbessert hatten. Dann können wir hier bestimmt auch noch was mitnehmen. Perfekt. Okay. Gut. Dann müssen wir... Wir kommen mit Feuer durch. Ja, ja, das wollte ich ja gerade. Wir haben 3 Krüge. Oder ich mache... Was war denn das? Das hier, ne? Ne, das ist Teer. Ich bin mir gerade nicht sicher, was jetzt was war, ehrlich gesagt. Ich nehme jetzt mal einfach den Krug und versuche... Ob wir dann damit runterkommen? Komm, 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 komm. Lauf hin, lauf hin. Wie fühlst du dich? Ich kann sie immer noch in meinem Kopf hören. Hast du sie wie früher kontrolliert? Siehst du, wie nicht früher? Wie früher. Dieses Mal war ich in ihren Köpfen. Sei vorsichtig. Sie dürfen dich nicht beherrschen. Die Makula will dich einnehmen, deine Emotionen aufsaugen. Du musst sehr vorsichtig sein. Bin ich. So, die Frage ist, schaffen wir das jetzt, wenn wir das jetzt da genau hinwerfen oder müssen wir 2 hinwerfen? Vorsichtshalber, ist wahrscheinlich besser, ne? Wir gehen erstmal ein Stückchen nach vorne. Also vom Umkreis her... Okay, okay. Ich hasse solche Einlagen. Dafür haben wir jetzt aber nichts mehr zum Werfen. Das ist schlecht. Die sind allerdings gerade beschäftigt. Ich hoffe, die bleiben noch ein bisschen länger beschäftigt. Hier laufen so ein paar vereinzelt rum. Hallo! Okay, so geht's auch. Kalt. Muss mich schneller bewegen. Ja, das hält dich warm. So, da können wir, glaube ich, gleich wieder raus, so wie es aussieht. Da können wir auch raus. Da können wir noch hoch. Ich würde sagen, gehen wir erstmal hoch oder gehen wir erstmal... Wir gucken erstmal kurz. Ob da oben noch irgendwas für uns ist. Was Wichtiges. Oder kommen wir auch nochmal weiter? Moment, ich glaube, ich gehe doch nochmal kurz erstmal an den Tisch runter. Jetzt haben wir hier 3 verschiedene Stellen, wo wir jetzt theoretisch raus können. Aber ich glaube, wir können immer noch nichts machen, ne? Also da haben wir noch nicht genug Teile für. Wird für den Wurm auf der Armbrust ein weicheres Material deutlich schneller nachladen. Das wäre natürlich geil. Allerdings haben wir ja fast keine Pfeile, also bringt uns das nicht allzu viel. Das können wir eh nicht machen. Das können wir eh nicht machen.
Ja, und wir haben eh nicht genug, um da irgendwas zu verwerten, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal. Vielleicht brauchen wir das später noch. Also ich denke mal, dass wir das später noch brauchen werden. Das nächste, man braucht so viel Material und man findet fast nichts. Das ist das Problem. Okay, jetzt hat er aber zumindest schon mal hier gespeichert. Das ist schon mal gut. Dann gucken wir erstmal hier oben, wie wir da weiterkommen, beziehungsweise wohin wir kommen. Was war denn das? Wieso blinken das? Weil wir da durch können oder weil da irgendwas hängt? Ein Stück Stoff, der ist neu. Da können wir runter, wie ein Stück Stoff. Oh. Können wir aber nichts mitnehmen. Und es scheint nichts zu sein. Wahrscheinlich hätten wir auch durch die Tür gekonnt. Wechseln wir ihn. Wir könnten die hier verwenden. Sie sind sauber. Okay. So. Damit fühlst du dich besser. Hoffentlich. Welchen? Ist mir den da. Nicht bewegen. Entschuldige. Fertig. Danke. Ich hoffe, das hilft. Gekonnt durch die Haare. Also unten drunter, meine ich. Neue Erinnerung. Welche Farbe? Hugo, dein Verband ist schmutzig. Achso, er hat das gesagt. Wechseln wir ihn? Achso, das ist dann immer auf die aktuelle Situation bezogen. Ah, okay. Okay, theoretischerweise können wir jetzt aber durch die Tür. Wahrscheinlich war die abgeschlossen, nehme ich mal an. Sonst können wir ja nichts machen. Hallo? Wieso haben die mir gerade Ratten angezeigt? War die in der Tür drin? Was ist denn hiermit? Oh, da kommen wir wieder nach draußen. Ganz schlechte Idee. Meine Güte. Dieser Ort ist so groß. Wie sollen wir... Wir schaffen das. Stört bitte nicht. Noch nicht. Sie haben diese Leute aufgefressen. Lass die Toten. Wenn wir das Mädchen nicht kalt machen, dann geht's uns schlimmer als Amicia. Da verstecken Soldaten, sich Ratten in den Ratten. Vielleicht kannst du sie rauslocken. Ja, das wäre gut. Konnte ich aber gerade nicht. Was muss ich denn tun, um die Ratten rauszulocken? Muss ich da näher ran? Ich würde sagen, wir machen hier nochmal einen... Oder ist das da hinten das der Ausgang? Ich bin mir nicht sicher, ob das der Ausgang ist oder nicht. Weil normalerweise hätte ich jetzt gesagt, wir machen hier nochmal einen kleinen Cut und dann schauen wir nach dem Rest. Aber wenn das hier natürlich noch größer ist, dann ist das doof. Deswegen, ich mache hier mal einen kleinen Cut und dann schauen wir in der nächsten Folge mal, wie wir die Ratten erreichen, beziehungsweise wie wir die kontrollieren können. Weil im Moment kommt nur der hier und den wollen wir ja nicht. Deswegen, bis zur nächsten Folge. Ciao!